Furchtbares Unglück am Donnerstagvormittag in Hannover. Am Braunschweiger Platz sind drei Jugendliche von einem Zug erfasst worden. Laut Polizei wurden zwei Jugendliche getötet, darunter ein 14-jähriges Mädchen. Das zweite Todesopfer sei noch nicht identifiziert. Ein weiteres 14-jähriges Mädchen hat schwer verletzt überlebt. Aufgrund der Umstände gehen die Beamten von einem gemeinschaftlichen Suizid aus. Erfasst wurden die Jugendlichen von einer S-Bahn Richtung Hildesheim, die gerade den Hauptbahnhof Hannover verlassen hatte. In der Bahn befanden sich 26 Fahrgäste und der Lokführer. Der Unglücksort ist eine Brücke über die Marienstraße. Kurz vor der Brücke sollen die Jugendlichen auf die Schienen getreten sein.